Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Elektrisch. Ja, ihr habt es im Trailer gesehen, die Firma Obrist aus Lustenau in Vorarlberg hat nämlich ein Tesla Model 3 umgebaut zu einem Hyper-Hybrid. Jetzt stellen sich natürlich alle die Frage: Warum baut man eines der besten und ähm, ja, vom Preisattraktiven Elektroautos der Welt zurück, also nimmt äh, viele batterieelektrische Komponenten von Tesla dort heraus und baut dort einen Hyperhybridantrieb rein. Ähm, die Zielrichtung und die Botschaft dabei ist eigentlich nicht, dass man zurück will zu ähm, fossilen Brennstoffen oder dass man zurück will ähm, zu ähm, Plug-in-Hybriden, sondern vielmehr eine Antriebsform zu schaffen, die die bezahlbar ist. Und ähm, viele von euch, wie auch mir, geht es ja genauso. Elektromobilität steht halt am Anfang, ähm, im starken Entwicklungsprozess. Und da sind natürlich die Entstehungskosten für Elektroautos exorbitant hoch. Jetzt müssen wir aber natürlich diese Lücke schließen, ähm, dass im Prinzip auch jeder ein bezahlbares Elektroauto irgendwann erwirbt. Und das ist auch das Fernziel eigentlich von der Firma Obrist und dem äh, Gründer Herrn Obrist. Selber. Das heißt, hier geht es um eine Übergangstechnologie, die natürlich wesentlich umweltfreundlicher auf der einen Seite sein kann und auf der anderen Seite halt auch in einem absolut bezahlbaren Rahmen sein soll, weil so ein Akku-Pack für so ein Hyperhybrid der liegt bei ca. 2000 Euro. Der Generator, um den Akku auch während der Fahrt wieder mit Strom zu laden, da hat man übrigens ein geniales System entwickelt, das erkläre ich euch später nochmal, wie das genau dann auch funktioniert liegt nochmal bei 1200 Euro, sodass Herr Obrist davon ausgeht, dass ein Mittelklasse-Fahrzeug, alias einem Tesla Model 3, dann für um und bei 20.000 Euro eigentlich produzierbar und verkaufbar sein müsste mit seiner Technik. Und das ist natürlich mega interessant, weil wir ja viele Menschen haben, die irgendwo die Schmerzgrenze bei plus-minus 20.000 Euro für ein familientaugliches Mittelklasse-Auto sehen und wo man auch endlich dann das Pendant hat zum vergleichbaren Verbrenner, weil da gibt es halt einige Verbrenner am Markt, die bei um und bei 20.000 Euro beginnen und die halt diese Attribute erfüllen. Wir wollen das hier gerne mal ähm, erläutern, weil einfach elektrisch auch so ein bisschen technologieoffen sein möchte. Interessiert ist für neue Technologien. Ich habe quasi oberst auf der IAA 2021 das erste Mal kennengelernt und Berührung damit bekommen, mich so ein bisschen jetzt in die Thematik reingefuchst und würde sie euch mal in Gänze ähm, präsentieren. Bevor wir jetzt losstarten, schaut ihr bitte nochmal nach ob ihr schon Teil der Einfach-Elektrisch-Community seid, damit ihr diese und andere Videos in Zukunft nicht verpasst. Und jetzt schauen wir erstmal, wie die Firma Obrist sich die Technik in einem Hyperhybrid vorstellt. Ja, hyperhybrid das smarte elektrische Auto. Die Basisversion hat ein 100 kW, ein 136 PS Elektroantrieb mit einem 40 kW Zero-Vibration-Generator. Das heißt, der macht keine Vibration. Da kann man zwei Euro-Stücke raufstellen. Der ist auch so gekapselt, dass er keine Geräusche macht und so vibrationsfrei im Auto, im Frunk, im vorderen Teil verbaut ist. Hinzu kommt noch ein 30 Liter. Ähm, ähm, Benzintank, ähm, da nutzt man im Prinzip die andere Seite ähm, der Anschlussmöglichkeit und packt dort einen 17,3 Kilowattstunden fassendes Akku-Pack herein und das in Verbindung ist dann im Prinzip die Basisversion des Hyper-Hybrid-Antriebs. Geladen kann es dann an der haushaltsüblichen Steckdose mit bis zu 3 kW oder auch an der Wallbox ähm, entsprechend äh, aufgeladen werden, wenn man zu Hause ist, im Carport oder natürlich auch an einer öffentlichen äh, Ladestation. Und... Ähm, Insgesamt spart man sich am Beispiel eines Tesla Model 3 dann bis zu 250 Kilogramm Gewicht. Und ähm, hat auch ein Low Center of Gravity und hat einen Gewichtsausgleich 50-50 auf der Vorder- und auf der Hinterachse. Wem das an Power nicht reicht, der kann natürlich auch eine 25,9 Kilowattstunden fassende Batterie bekommen mit einer 200 kW ähm, Maschine im Antrieb und dann 272 PS und braucht dann aber einen größeren Generator mit 85 ähm, kW, der wie gesagt absolut vibrationsfrei arbeitet. Und dann kann man das auf der elektrischen Plattform optimal... In einen familientauglichen Van zum Beispiel integrieren. Chapeau, Herr Obris, das ist doch mal eine interessante Technik. Hierbei geht es nicht, ich möchte es nochmal wiederholen die batterieelektrische Zukunft einzustampfen oder zu beenden. Nein, hier geht es darum, die Zeit zu überbrücken für die nächsten 5 oder 10 oder 15 Jahre, bis jedermann auf der Welt, also auch sprich in Entwicklungsländern etc. pp, sich ein rein batterieelektrisches Fahrzeug wirtschaftlich erlauben kann. Weil momentan sind wir ja dabei, die wunderbarsten Elektroautos zu kreieren und zu bauen. Und ich kenne es ja aus meiner Community, dass eben nicht jeder sich einen Tesla Model 3 oder andere Elektroautos wirtschaftlich leisten kann. Und selbst bei einem VW e-Up oder auch ähm, bei ähm, einer Renault Zoe schon an seine wirtschaftlichen Grenzen kommt und das maximal durch die aktuelle Förderung ausgleichen kann, indem er halt die Förderung als ähm, Anzahlung zum Beispiel für ein Leasing nutzt. Und wir brauchen einfach... Autos, die umweltfreundlicher sind als reine Verbrenner und die diesen Übergangsprozess bewältigen können, dann hin, bis jedermann sich ein rein batterieelektrisches Fahrzeug erlauben kann, was das gleiche oder vielleicht sogar hoffentlich auch noch weniger kosten wird als ein Plug-in Hybrid oder ein Hyperhybrid oder der Verbrenner selbst. Und da finde ich die Technik einfach interessant. Herr Ober spricht davon, dass so ein Generator, der dann vorne im Vorderteil, im Frunk des Wagens integriert ist, circa Entstehungskosten hat von 1200 Euro plus äh, das Battery Pack ähm, dann mit 17,3 Kilowattstunden, was so circa 2000 Euro Kosten ähm, verursachen würde, sodass wir hier natürlich einen relativ interessanten und preisinteressanten Antrieb hätten, wo wir sogar vergleichbar ähm, mit Verbrennerfahrzeugen wären, das heißt man würde so eine Antriebsform mit einem Hyperhybrid in einem Mittelklassewagen wie zum Beispiel ein Tesla Model 3 oder auch einem Familienkombi für um und bei 20.000 Euro gewinnbringend an die Endkunden verbrauchen können. Ähm, Verbrauch sind äh, maximal 2 Liter pro 100 Kilometer, ähm, wobei man dann 23 Gramm CO2 äh, emittiert durch diesen Generator. Ähm vorne und das erfüllt sogar heute schon die ab 2030 geforderten strengsten ähm, Emissionswerte und leistet so vielleicht heute schon einen nachhaltigeren Beitrag hin, bis dann jedermann sich das batterieelektrische Auto ähm, auch wirtschaftlich Leisten kann. Darüber hinaus ähm, geht die Firma Obrist auch Partnerschaften an mit Instituten, mit Forschungsgesellschaften, alias Max Blank und entwickelt einen synthetischen Kraftstoff, ein E-Methanol. Bei dem E-Methanol wird bei der Gewinnung des E-Methanols CO2 äh, sozusagen karbonisiert und verbraucht sodass ähm, in diesem E-Methanol eine negative CO2-Bilanz drin wäre, die dann in Verbindung mit dem Generator, das heißt der Generator, der jetzt auf ähm, Verbrennungskraftstoffe basiert, der würde dann quasi auf dieses E-Methanol adaptiert werden. Und dann geht man davon aus, so sind die mathematischen Berechnungen, man wartet also darauf, dass dieses E-Methanol dann auch in die Tat in, in einem Prototypen umgesetzt werden kann, da rechnet man Jahresende, Jahresanfang 2022 damit, dann sogar mathematisch minus 24 Gramm CO2-Emissionen pro Kilometer verbrauchen würde. Das heißt, man würde sozusagen durch das E-Methanol ähm, einen erheblichen Umweltbeitrag dann leisten und damit, behauptet zumindest Herr Obris, wäre vielleicht sogar ähm, dann auch. Ähm, so ein Hyperhybrid mit E-Methanol ähm, wesentlich umweltschonender, sogar noch als das batterieelektrische Fahrzeug. Das kann ich natürlich alles nicht beurteilen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich finde einfach spannend, dass man halt einfach, und deswegen auch diese Offenheit, deswegen habe ich auch dieses Video gemacht, sich einfach mal damit beschäftigt, wie so die Wirtschaft, die Unternehmen Dinge erforschen und wie sie auch aktiv ihren Prozess leisten, hin zum Klimaschutz, dass wir weniger CO2 äh, verbrauchen, aber halt auch eine Technik kreieren die bezahlbar ist und die auch weit günstiger wäre als der klassische Plug-in Hybrid. Plus die Gewichtsersparnis, dass wir halt sämtliche Getriebe, Flüssigkeiten, große Motoren etc uns alles an Gewicht sparen können und so ein relativ leichtes, effizientes Auto hätten was sogar beispielsweise am Beispiel dieses Tesla Model 3 als Hyperhybrid sogar noch 250 Kilogramm weniger Gewicht ähm, durch die Gegend fahren würde. Ja, das ist im Prinzip mal so das, was ich jetzt von ähm, der Firma Obrist auf der IAA 2021 mitgenommen habe. Und das euch mal präsentieren wollte, einfach auch mal in der Diskussion, wie seht ihr äh, da die Zukunft? Wäre das für euch ähm, eine ne Ersatz-, eine Übergangslösung, ähm, dann vielleicht auch hin, bis ihr euch ähm, das batterieelektrische Fahrzeug, was ihr euch wünscht, äh, kaufen könnt, respektive es auch bezahlen könnt? Da würde ich gerne mal mit euch in den Austausch kommen, ob euch solche Technologien interessieren, ob ihr mehr von solchen Videos hier auf dem Kanal vielleicht zukünftig erleben möchtet. Ich möchte mich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt mal ähm, und auch die Offenheit gehabt habt, sich mit dieser Technik zu beschäftigen. Ich war wie gesagt, als sie das erste Mal das entdeckt hat positiv überrascht und auch so ein klein bisschen begeistert. Ich werde auch mal Kontakt mit der Firma Obrist aufnehmen, ob da mal die Möglichkeit in Zukunft besteht, das mal live zu erleben und für euch vielleicht auch mal live zu reviewen, dass wir da einfach noch wesentlich tiefere Einblicke bekommen und vielleicht auch einen entsprechenden Ansprechpartner haben, der uns das Ganze noch wesentlich besser erläutern kann, als ich jetzt durch meine Recherchen euch mitteilen konnte. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen hoch bewertet. Ich würde mich freuen, falls ihr noch nicht Teil der einfach elektrisch Community seid. Wenn jetzt dazu damit wir in Zukunft solche Videos gemeinsam genießen. Und bis dahin bleibt bitte gesund, bis bald und tschüss, euer Olli.